Raphael Fellmer und freue mich sehr, dass ich jetzt schon seit 10 Jahren mich für die Lebensmittelwertschätzung einsetze, also gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Und bin da auch als Geschäftsführer und Mitgründer von Surplus sehr aktiv. Lebensmittelverschwendung ist ein globales Problem. 1/3 aller produzierten Lebensmittel weltweit werden verschwendet. Das heißt, landen nicht bei uns im Magen. Überall entlang der Wertschöpfungskette werden quasi Lebensmittel vernichtet. In Deutschland ist das 1 LKW pro Minute. Und ich glaube, dass wir eigentlich die Verbundenheit zu den Lebensmitteln verloren haben. Das Thema ist noch in der Nische. Und wir müssen, um diese 50% Verschwendung, die wir in Deutschland haben, wirklich ganzheitlich zu lösen, müssen wir das Thema in die Mitte der Gesellschaft platzieren, Lebensmittel retten, Mainstream machen. Mit Surplus schaffen wir Lösungen für die verschiedenen Akteure entlang der Wertschöpfungskette, die was übrig haben. Das heißt, bei den Bauern holen wir die Lebensmittel ab, aber auch bei Produzenten, Online-Shops und über 250 Partnern mittlerweile. Was die Tafeln nicht nehmen, ist auch uns ganz wichtig, ist Tafel First immer. Wir überprüfen die überschüssigen Lebensmittel, oft auch abgelaufenen, ob sie noch genießbar sind, sensorisch und mit Laboren. Und dann, wenn sie für genießbar erklärt worden sind, verkaufen wir sie vergünstigt bei uns in den verschiedenen Standorten und online. In Deutschland sowie auch in den meisten Ländern der EU ist es total legal, Lebensmittel, die abgelaufen sind, noch zu verkaufen. Aber es macht niemand. Und wir haben jetzt gesagt, mit Surplus gehen wir genau diesen Weg und sagen, auch die abgelaufenen Lebensmittel sind noch bestens genießbar, um damit auch anderen Firmen, Ketten vielleicht so ein bisschen Schubs zu geben, zu sagen, hey, das könnt ihr und dürft ihr noch verkaufen. Und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch viel mehr tun, weil die Verbraucher definitiv auch ihr Interesse an diesen Produkten zeigen. Dass es sowas gibt, finde ich schon ganz toll. Und deshalb machen wir das auch gerne. Ich bin hier, weil ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit einfach viel zu viele Lebensmittel wegschmeißen. Und ich finde das halt eine coole Alternative. Man hat halt ein echt gutes Gefühl sozusagen, wenn man hier reinkommt und auch merkt, es gibt total gute Produkte, jetzt nicht nur eben Abfallprodukte sozusagen und auch Sachen, die ich sonst vielleicht nicht gekauft hätte, weil sie mir ein bisschen zu teuer wären. Ich schreibe mir auch die Mindesthaltbarkeitsdaten dran, dann weiß man, was man hat und das finde ich gut. Und das ist halt auch irgendwie ein bisschen traurig. Also wenn man weiß, dass es sonst alles weggeschmissen werden würde. Also das Schöne an Surplus ist, dass wir eine Win-Win-Win-Situation schaffen, wo alle was von haben. Zuallererst natürlich die Umwelt, die geschont wird. Dann aber auch die Produzenten, Hersteller, Großhändler, von denen wir die Lebensmittel abholen, die sparen sich Entsorgungskosten. Wir zahlen auch noch ein bisschen was dafür. Und dann die Kunden, die auch ihren Geldbeutel schonen können. Und alle haben ein gutes Gefühl dabei. Also wir haben bisher über 1 Million Produkte schon gerettet und wieder in den Kreislauf zurückgebracht. Da sind wir sehr stolz und dankbar, dank all der tollen Menschen, die da auch mitgemacht haben. Und jetzt wollen wir aber gerettete Lebensmittel wirklich allen zur Verfügung stellen, indem wir Surplus-Produkte schaffen aus geretteten Lebensmitteln, die Überproduktion oder einfach schräg, krumm, zu klein gewachsen sind und dann aber trotzdem verarbeitet werden können, haltbar gemacht werden können. Natürlich schaffen wir es nicht alleine mit Surplus die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wir wollen den Menschen helfen, die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um dann selbst aktiv zu werden und all die Fehler, die wir gemacht haben, daraus zu lernen und nicht immer wieder auf die gleiche Schnauze zu fallen. Ich bin Raphael Fellmer und ich bin Ashoka Fellow.